So, hier ist jetzt alles abgeschlossen und nicht nur hier, auch in den anderen Gebieten, die Lara besucht hat, ist eigentlich nichts mehr zu tun. Das Einzige, was jetzt noch fehlen würde, das ist halt die Mission mit den Gräbern. Nur da kann Lara noch nichts machen, noch nichts abschließen, weil dafür muss sie das letzte Grab später abschließen in der verlorenen Stadt. Aber das dauert jetzt doch einen guten Moment, bis wir dahin kommen. Ich hätte auch mit dem Bogen Pfeile in die Wand schießen können, aber man kann diese Kletterpfeile auch dadurch auslösen, dass man daran einer Wand, die diese Pfeile halten kann, hochspringen lässt und dann auf die orange Y-Taste des Gamepads drückt. So. Jetzt geht's weiter. Ich muss Schutz suchen. Dazu sage ich jetzt erstmal nichts. Es kommt gleich wieder ein Filmausschnitt. Auch den werde ich überspringen. Ich denke, die meisten kennen diese Videoausschnitte und ich habe nicht die Geduld, mir die jedes Mal anzuschauen. Jonah. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, an die gegenüberliegende Wand zu kommen. Einmal mit dem Seilpfeil dort nach unten. Ich springe jetzt hier einfach über den Abgrund hinweg. Mit Hilfe der Wurfaxt. Der Weg unten rum bringt nichts, da gibt es nichts zu finden. Ich sag mal, ist ein klein wenig Geschmackssache. Diese Stelle hier ist ein klein wenig tückisch. Also ich habe es schon gehabt, dass Lara beim nächsten Sprung einfach zu weit gesprungen ist und dann auf der anderen Seite runtergefallen ist. Und da hat sie sich komischerweise auch nicht festgehalten. Diesen Stellen also muss irgendwo da oben sein. Immer ein wenig aufpassen, dass man rechtzeitig und schnell die blaue X-Taste drückt. Schon unterwegs. Auch im leichtesten Level, den ich spiele, nämlich Abenteurer, da muss man an einigen Stellen doch ganz gut fix sein. Da hilft auch der von mir früher schon mal erwähnte Trainer überhaupt nichts. Jetzt hier recht zügig links ab. Und das
das Überlebensversteck zu bekommen. Denn gleich gibt es wieder so eine kleine Sequenz, die einem sonst zuvorkommt. Spuren. Verdammt, sie sind überall. Eben. Und wenn man das Reh vorweglaufen lässt, dann sind Feuer einstellen. Es ist nur ein Reh. Die Bösewichte, die wir gleich sehen, zwei an der Zahl erstmal abgenommen. Ich stelle den Bogen vorsichtshalber mal auf Gift. Halten wir die Augen auf. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen. Ich versuche immer die Leute, wenn es irgendwie geht, einzeln zu erledigen. Immer aufpassen, wenn man diese Taste drückt, die Instinkt-Taste, wie die Gegner leuchten. Wenn sie so wie jetzt gelb leuchten, dann sieht der eine den anderen nicht. Wenn die sich gegenseitig sehen oder auch nur einer gesehen wird, dann leuchtet er rötlich und es wird bemerkt, wenn der erledigt wird. So, hier versuche ich es jetzt mal von hinten. Der andere hat nichts gemerkt und deswegen jetzt auch und tschüss. Hier fängt die Herausforderung in diesem Gebiet an. Ich schaue gerade mal, wie die heißt. Mir fallen die Namen immer nicht ein. Aber gut, man muss jedenfalls vier solche Tanks zum Explodieren bringen. Dieses ist der erste. Genau, Herausforderung verbrannte Erde. Passiert. Der Truck war zu schwer. Und ist eingestürzt. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Das ist eingestürzt. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Das ist eine der Stellen in diesem Gebiet, Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten, wo ich versuche, Laras Gegner auszuschalten, ohne dass sie bemerkt wird. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel Lust ich gerade richtig zum Spielen habe. Wenn ich ganz so in Spiellaune bin, dann erledige ich das hier immer ziemlich schnell. Was zur Hölle? Irgendjemand spielt mit uns. Hier ist ein Pfeil.
So, aber ich habe jetzt, glaube ich, lange genug gewartet. Zu diesem Hochsitz hier wird, so meine ich, keiner mehr kommen. Das heißt, ich springe jetzt hier gleich runter. Lara von hinten, das Gebiet von hinten aufräumen. So ein oder zwei Gegner müssen da noch sein. Aber die erledige ich jetzt mit dem Giftpfeil. So. Damit ist jetzt hier unten alles gemacht. An der Stelle dort hinten liegt eine Archivarkarte. Zu diesen Karten und zu den Rucksäcken und den Wandbildern und auch den Monolithen noch etwas. Es existieren auf der Seite laraweb.de, das ist aus meiner Sicht die deutsche Tomb Raider-Seite überhaupt. In der Spielbeschreibung zu diesem Spiel auch Skizzen mit farblicher Unterlegung, wo genau diese Objekte zu finden sind. Man braucht sie einfach, um das Spiel wirklich lösen zu können, weil man nur mit Archivarkarten, Forschertaschen, Monolithen und Wandbildern Sicht auf alle Objekte erhält, die zu finden sind. Ich habe das an einer anderen Stelle schon mal gesagt. Ich wiederhole das ganz gern immer mal, weil es ist einfach wichtig. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich haben sie da oben etwas gefunden. Wie erreicht es hier langsam? Geduld, wenn wir hier... Dass Lara diese beiden Leute jetzt besiegt, das hätte keinen Wert. Auch wenn die sich im Moment selber nicht beobachten. Der Angriff auf das Observatorium war also ein Erfolg? Ja, wir haben den Atlas. Sie haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum dort? Keine Ahnung. Am besten ist das Ganze von dieser Stelle aus. Und hier muss man jetzt genau aufpassen. Ich weiß es nicht, aber sie haben befohlen, alles zusammenzupacken. Also dürften wir bald abziehen. Die da hinten stehen jetzt dicht genug beisammen. Sie sind hier! Hier habe ich jetzt kurz einen Prozess gemacht. Ich weiß nicht genau, ob hier noch mehr Gegner auftauchen. Da sind noch welche. Es ist offenbar nur einer, ein Einzelner. Mann getroffen! Granate müssen wir jetzt nicht bekommen. An dieser Stelle muss man so ein bisschen aufpassen, es ist hier so ein bisschen unübersichtlich.
Nara ist also ständig in geduckter Haltung. Ich weiß, dass neben dem Loch in der Mauer, durch das hindurch sie gleich zum Lager muss, auch immer noch einer steht. Das kann aber auch sein, dass der eben schon angelaufen kam. Aber es ist egal, ob der da noch steht oder nicht. Nara bewegt sich hier immer in Abwehrhaltung. Zweite verbrannte Erde. Ich lasse Lara an dieser Stelle jetzt nochmal zurücklaufen, weil auf dem Weg hinter der Brücke, da liegt ein Überlebens- oder Münzversteck. Lara zückt hier immer ihren Bogen, obwohl da eigentlich gar keiner mehr ist. Na gut. Warum sie hier immer runterfällt, weiß ich immer nicht so genau. Aber es passiert ihr nichts. Und sie können ja hier wieder hochklettern. Sollte eigentlich jetzt kein Feind mehr sein. Bevor ich durch die Mauer kriege, hier noch das Wandbild. Ein altes sowjetisches Schild. Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. So, und jetzt sollte sich erst noch ausruhen. Die zweite Hälfte dieser Mission kommt dann im nächsten Video.